Going on, my doggies. Wir sind heute hier an einer der berühmtesten Buchten überhaupt. Ihr habt es schon im Intro wahrscheinlich gesehen. Lange Zeit ein riesengroßer Geheimtipp, den die Einheimischen sich vorbehalten haben. Aber das ist ja, mit der Zeit auf jeden Fall mehr und mehr publik geworden. Und seitdem tummeln sich da nur noch die Leute, weil es halt einfach. Es ist einfach atemberaubend, allein hier diese Schluchten. Oh. Einfach nur verrückt. Also ich stehe hier gerade irgendwo und hätte so Bock, natürlich da wieder rein zu jumpen. Aber das kommt auf jeden Fall noch. Also ich war schon mal hier, tatsächlich im Sommer, habe da aber noch keine Videos gedreht. Und jetzt bin ich wieder hier. Und werde auf jeden Fall jetzt auch runtergehen, euch das mal zeigen, den Weg, diese Treppen, da seht ihr schon ein paar Leute, die auch jetzt kommen. Es ist hier perfekt für Leute, die wirklich irgendwie geschützt von der Sonne sein wollen. Vielleicht habt ihr einen Sonnenbrand, vielleicht seid ihr weiß wie, keine Ahnung, wie Nivea-Creme. Und wollt einfach hier einen geilen, schönen Tag am Strand machen, mehr oder weniger. Es ist eher so Sandstein, aber das werden wir gleich nochmal aus der Nähe betrachten. Ihr könnt hier halt super schwimmen. Also hier ist meistens, und dafür ist es auch sehr bekannt, es ist super ruhig. Einfach weil es so wie so eine kleine Schlange sich schlängelt und die Wellen halt irgendwo da hinprallen und da halt fast nichts mehr ankommt an Riesenwellen. Es ist ein Schnorchelparadies. Ihr habt hier Höhlen, wie ihr seht, da irgendwo, da auch sowieso, da hinten erst recht. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter und gehen jetzt den normalen Weg, wie diese Leute da hinten. Und gehen mal runter. Kommt mit! So Leute, so sieht es aus, wenn ihr hier am... auf jeden Fall müsst ihr aufpassen hier. Wenn ihr hier angekommen seid. Und... ja, hier sind wir ein bisschen... für Skeptikus, ein paar Informations. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal ganz entspannt die Treppe runter. Los geht's. So, und angekommen sehen wir hier als erstes links, Digga, nee. Kleine Butze, wo ihr hier wahrscheinlich auch pennen könnt. Hier habt ihr sogar einen Baba Grill Rost. Ja, Umweltverschmutzung auch hier an der Tagesordnung. Aber falls ihr kein Zelt habt oder so, kann man da ganz entspannt eine Nacht drinnen pennen. Hier sehen wir schon irgendwelche anderen Leute, die wir auch eben gesehen haben. Was mich am meisten interessiert, okay, da habt ihr sogar noch zwei Zimmer, getrennt voneinander. Aber was mich interessiert, und das ist eigentlich das Wichtigste, kann ich hier ganz entspannt mein Zelt aufschlagen? Und ja, auf jeden Fall. Ihr habt hier diesen Kieselsand, nicht nur Steine. Ihr habt sogar einen riesen Bereich, wo ihr hier Platz habt. Also ihr könnt euch theoretisch dahin chillen mit eurem Handtuch. Also es ist schon definitiv größer als... okay, da ist eigentlich eine Müllkippe, man, da sind irgendwelche... boah... irgendwelche Mülltonnen oder sowas. Was geht denn hier drin ab? Okay, scheinbar kommt auch wirklich das Wasser hier hin teilweise. Da müsste man eigentlich auch mal oben ein bisschen gucken, was da abgeht. Aber, ja... also
hier wirklich richtig Unwetter ist, also dann kommt das Wasser auch hierher, dann sollte man möglichst nicht hier irgendwo mit seinem kleinen Feld hier chillen. Sondern eher hier, weil es geht ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, so bergauf bis hier und da sowieso. Ihr könnt euch auch ganz entspannt hier ein kleines Liebesnest könnt ihr hier einrichten. Theopraktisch gesehen. Aber ja. Puh. Ich habe so Bock drauf. Oh, genau da sehe ich mein Zelt doch hier. Perfekt. Perfekt. Hier. Schön sandig. Kann man die ganzen Haken reinhauen. Falls ihr mit einem Hund oder so herkommt, der kann hier Unterschlupf finden. Oder vielleicht auch hier sogar, wenn er ein bisschen größer ist. Falls es irgendwie regnen sollte mal. Ah, soll ich sagen? Atemberaubend. Ich wollte das eigentlich schon lange machen, weil ich Bock hatte hier zu baden. Aber wir gucken mal, was jetzt abgeht. So, ich will eigentlich die ganze Zeit da mal ins Wasser. Aber diese kleinen Gestalten hier, die sind der Meinung, da irgendwelche Steine die ganze Zeit da reinzuschmeißen. Und freuen sich darüber. Also wenn das, ich gebe dir noch genau 5 Minuten, wenn sich das bis dahin nicht erledigt hat, dann ist auf jeden Fall vorbei. Aber ja, ich glaube, es hat schon erledigt. So. Die Leute sind jetzt fortgegangen. Und wir sind jetzt hier. Also nicht, dass ich das irgendwie für mich selber beanspruche oder was auch immer, also auf gar keinen Fall. Aber die standen hier einfach eine halbe Stunde und haben hier diese Steine da einfach irgendwo gegen diese Dinger geworfen. Und ich habe mich gefragt, so was, also weshalb dieses Schild da oben steht, also wahrscheinlich wegen solchen Leuten, weil die hier stehen und irgendwelche Steine da reinwerfen. Aber ich will das jetzt auch mal machen. Seht ihr diese Höhle dort? Da? Meint ihr, ich treffe da rein? Mit dem Ding hier? Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt sehen. Oh, ein bisschen zu hoch. Aber seht ihr das da oben? Oh, ich sehe das gerade selber gar nicht mehr. Das Ding da oben, das ist ein... Das ist eine Höhle. Auf jeden Fall von Menschenhand erschaffen. Aber ihr seht selber, ne, was das hier für ein Paradies ist. Es geht einmal komplett da so rum und zack, zack. Einfach paradiesisch. Und ja, also da gibt es einiges, wirklich einiges hier zu entdecken. Leider ist heute absolut kein Badewetter. Und ja, die Sonne wird hier hinten auch nicht mehr hervorkommen. Im Sommer wäre die jetzt irgendwo da oben. Wäre die jetzt richtig schön, die Nachmittagssonne bis keine Ahnung, bis 21 Uhr, schätze ich mal. Hätte hier schön Sonne, könnt hier schön im Wasser, bei geiler Sonne im Wasser sein. Wenn ihr keinen Bock auf Sonne habt, könntet ihr da um die Ecke schwimmen und euch da aufhalten. Für die zum Beispiel ähnliche, ja, sonnenempfindlichen Leute oder Gingers oder so, irgendwelche Redheads. Aber Sonne macht glücklich, Leute, ich sag's euch. Ob weiße Haut oder nicht, sollte man immer, ja, wenn es geht, sich positionieren in die Sonne, definitiv. Was ich jetzt mache ist, ich werde ein bisschen die Campingausrüstung ausprobieren. In Form von, ich werde mir jetzt hier ein oder zwei Dosen, die ich wirklich mir besorgt habe für die ganzen Camping-Sachen. Und die werde ich mal probieren. Das Ding ist, es fällt halt wirklich weg. Weil ich habe mir jetzt auch diesen Edelstahl-Kochtopf geholt für 2 Personen etc. Und werde halt einfach lieber irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Eintopf selber kochen. Also, wieso, weiß ich nicht, wieso ich da so fokussiert war auf Dosenfutter, ehrlich gesagt.
Keine Ahnung. Ich mache mir da lieber irgendwie Ratatouille mit Nudeln, was auch immer. Im besten Fall fange ich natürlich einen Fisch. Bin aber noch weit entfernt davon, beziehungsweise jetzt kommen auch mehr und mehr Videos. Also mit der neuen Angelausrüstung, mit der neuen Angel vor allem. Da wird auf jeden Fall was an Land gezogen. Definitiv. Und ja, ich würde sagen, lass mal schauen, wo wir uns jetzt hier hin positionieren. Ich denke mal da irgendwo im besten Fall am Wasser. Und dann hauen wir mal den Gaskocher an und probieren mal. Bin gespannt. So Leute, was haben wir hier? Wir haben die Auswahl zwischen Heinz Ravioli Beef oder Heinz Spaghetti. Wahrscheinlich vegetarisch, eventuell vegan, keine Ahnung. Wir haben unseren neuen Gaskocher, den wir ausprobieren wollen. Natürlich Messer, Gabel, Löffel, Teller. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist das Ding hier. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, da ranzukommen, also an die Marke Sea Isle, da haben die verschiedenste Soßen, also wirklich. Was Besseres habe ich noch nie gegessen, was scharfe Soßen angeht. Und es ist wirklich extrem, ja, günstig. Also im Vergleich zu anderen Soßen, die hier hat jetzt, keine Ahnung, die hat 1,70 hat die gekostet, mit Habaneros, rote. Also ohne Scheiß, ich hatte ja schon, keine Ahnung, die Soße davon, die, ich war komplett begeistert, die war so gut, die war so fruchtig, genauso wie das Ding. Aber gut, ich würde sagen, ich habe eher Bock, erstmal die Ravioli zu probieren. Weil das ist so, dass für mich To-Go-Food, wenn du irgendwie, weiß nicht, unterwegs bist beim Campen, beim Angeln, auf Festivals, auf, keine Ahnung, auf eurer Beschneidungsfeier, das gehört auf jeden Fall dazu, finde ich. Ich würde sagen, wir hauen das einfach mal rauf. Wir öffnen das Ganze. Natürlich, ja, sonst gibt uns das, glaube ich. Es riecht sehr gut. Es riecht sehr gut. Oha. Es hat richtig so einen Oregano-Touch. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Natürlich verfeinern wir das Ganze damit. Das ist kein Placement oder nichts. Also, ich kann es euch nur empfehlen. Vielleicht kann man das irgendwo online bestellen. Bin begeistert. So Leute, das Ding ist auf jeden Fall heiß. Oh, wir hauen das, wir hauen den ganzen Spaß. Ich glaube, meine Knie machen sowas auch nicht mehr lange mit. So ein Stein. Schön hier rein. Boah. Da ist noch einiges drin. Ne? Ja. Das wird lecker. Also Heinz enttäuscht eigentlich nie. Also bei den Bohnen sowieso nicht. Ravioli ist. Spaghettis habe ich halt in Deutschland noch nie gesehen. Hätte ich definitiv probiert. Aber ja.
Auf jeden Fall. Sieht das gut. Aber was. Also ich werde es jetzt erstmal so probieren. Das ist die erste richtige Mahlzeit für mich heute. Wir haben einen Check. Wir haben es gleich 17 Uhr. Boah. Aber da fehlt was. Dieser kleine Bad Boy hier. Schreiben wir uns jetzt auf jeden Fall da rein. Nicht sparsam sein damit. Und auch noch. Probieren wir. Derzeit ist eine Familie hergekommen. Die Kinder sind schon hinter der Kamera, die gucken schon, was macht dieser Bastard da. Ja, Mann. Deutlich besser. Aber ich mache jetzt mal Platz für die Fam. Komm, das mal ein bisschen zur Seite hier. Wir wollen Fotos machen. Geh mal. Ein bisschen weg. Aus dem Geschehen. You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to me, but I put you to sleep and now you're dead to me. Also Leute, da ist auf jeden Fall diese kleine Höhle. Ja. Die süße polnische Familie ist immer noch da unten. Ich bin jetzt mal hoch. Hör mir auf. Also hoch ist schon was anderes als runter. Naja. Ja, aber auf jeden Fall, du kannst hier auf jeden da in die Höhle reingelangen, definitiv, mit dem Risiko, Restrisiko hier runterzufallen. Aber ja, mal gucken. Ich werde hier auf jeden Fall nicht nur einmal übernachten. Und ja, hier gibt es einiges zu entdecken. Auf jeden Fall immer schön euren Müll entsorgen. Bup. Ja, wozu gibt es die Dinger denn halt, ne? Nicht, damit man das unten auf jeden Fall liegen lässt. An solch schönen Orten. Also Leute, ohne Scheiß. Dieser Aufstieg. Da müsst ihr fit sein, 100%. Oder ihr habt ein Auto. Oder irgendwelche Roller. Oder ihr seid einfach jung und athletisch. Das ist, sonst rate ich davon wirklich ab.
das in Angriff zu nehmen. Puh. Ich sag's euch, Mann. Das war kein Spaß. Vor allem nicht mit nassen Füßen, wo ich die ganze Zeit wegrutsche. Egal wie eng ich da die Schnürsenkel zuschnüre und mir die Adern abklemme. No joke. Aber ich hab's fast geschafft. Einmal hier noch um die Kurve. Und dann hoffe ich, dass der Bus kommt. Puh, so Leute, wir haben es fast wieder auch geschafft. Irgendwo da hinten. Ja, da hinten, da diese Ecke seht ihr, da geht's rein bis da hinten irgendwo. Aber ohne Auto, ohne Moped. Also, es war eine harte Nummer. Ich rate davon ab, das zu Fuß zu machen, seid denn ihr seid extrem athletisch und habt Bock, euren Arsch ein bisschen zu trainieren. Oberschenkel, was alles dazu gehört, der Rücken, Waden. Falls nicht, dann lasst euch da runterfahren und wieder hoch. Also runter, gar kein Thema. Hoch. Sportlich. In diesem Sinne, Leute, wirklich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, aktuell sind wir 99 Abonnenten. Jeder von euch kann doch 100 sein. Nutzt die Gelegenheit. Und meine Füße quietschen hier wie komplett gottlos. Wiegen auch wahrscheinlich jetzt 2 Kilo mehr. Aber wir haben es geschafft, wieder hoch. Und wir sind nicht das letzte Mal hier, auch nicht das vorletzte und vorletzte. Oh. Mir fällt gerade ein, ich hab hier einfach eine Gatorade drinne. Die habe ich mir extra gekauft, als ich auf den Bus gewartet habe. Ah. Naja, im Nachhinein ist man immer schlauer. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wirklich, ich liebe euch. Und wir sehen uns im nächsten Video, hoffentlich.